Was ist wirklich im Hotel in Mexiko zwischen den Ex on the Beach Stars gelaufen? Jetzt meldet sich Bock zu Wort. Nach dem großen Finale von Ex on the Beach kommen immer mehr schmutzige Details ans Licht. Angeblich ging im Hotel der Kandidatinnen die Post ab. Yasin, Bock und Bella sollen einen Dreier gehabt haben. Anastasia bekam alles mit und machte heimlich eine Tonaufnahme als Beweis. Darauf hört man ganz genau, wie die liebe Dame die ganze Zeit Yasin schreit, berichtet sie in ihrer Instagram-Story. Am nächsten Morgen gab Bella sogar alles zu. Wir haben sie ausgefragt und sie hat es uns sogar bestätigt, dass sie mit beiden geschlafen hat. Und, dass Yasin zu ihr gesagt hat, wenn du was sagst, kriegst du Probleme. Doch ist das wirklich die ganze Wahrheit? Bock spricht über den Dreier im Hotel. Jetzt schaltet sich Bock ein. Leute, ich finde es witzig, dass ihr mich so einschätzt, dass ich da mitmache, sagt er lachend in seiner Instagram-Story. Einen Seitenhieb gegen seine ehemaligen MitbewohnerInnen kann er sich dann aber nicht verkneifen. Schaut einfach bei den anderen Accounts vorbei. Die ein oder andere denkt, sie hat zu wenig Sendezeit bekommen und hat irgendwas über vier Ecken vorbei und denkt jetzt, sie kann losschießen. Vielleicht findet ihr dort Unterhaltung. Für Bock steht jedoch fest. Ich werde niemanden verraten. Ich werde kein Wort sagen. Ich war so noch nie so drauf. Ich werde wegen Fame nicht so drauf sein. Locker bleiben. Ganz schön harte Worte gegen Anastasia, wenn man bedenkt, dass die beiden noch im TV angebandelt haben. Ein Paar wurde aus ihnen nicht. Bock und ich haben nach der Show nichts mehr miteinander zu tun gehabt. Das Ding ist gegessen, stellt die sexy Blondine in ihrer Instagram-Story klar. Fraglich, ob bei diesem Drama schon das letzte Wort gesprochen ist.